Danach komme ich. Ja. Ich hätte mal eine Frage, und zwar zu, ihr seid ja alle, glaube ich, links, ja? Jetzt hätte ich mal zu euch eine Frage, wie stellt ihr euch eigentlich die Zukunft dieses Landes vor? Ja, mit dem Menschen. Also, was meint ihr? Ja, also stell mir einfach mal die Frage zu mir, der Linke gesagt, man muss die ganzen Reichen das Geld nehmen und die Armen geben. Dann habe ich gesagt, was man für den Reichen noch Geld zu verdienen, ja, der hat dann schon irgendeine Motivation. Da hat es keine Antwort gegeben. Ich habe gefragt, ab wann nimmt man es die Reichen? Da habe ich gesagt, ab 100.000 Euro. Sag ich, gut, ich verdiene aktuell über 100.000 Euro, gebe ich ganz offen zu. Aber ganz ehrlich, ich darf noch 10 Monate arbeiten dafür. Weil warum soll ich 12 Monate arbeiten, nur dass ich 120.000 Euro kriege? Weil ich 20.000 dann irgendjemand gehen kann, über 2 Euro. Und die möchte ich auf die ganze Welt. Das geht nicht. Weil das hört dann jeder so auf. Weil warum soll ich die Arbeit, wenn ich fürs Nix tue? Mehr Regeln, was wir ja aktuell mit Hartz IV teilweise haben, weiterarbeiten sollen. Da den Punkt klar nicht einsehen, der hat noch 10 Minuten dafür. Punkt. Ja, ihr wollt, bitte, dass eben alle hier aufgenommen werden. Ja? Gibt es für euch da irgendeine Grenze und wer wird das mal bezahlen? Ihr seid jung, ja. Ihr habt überhaupt noch nie gearbeitet, nehme ich mal an. Vielleicht mal Handlanger irgendwie oder was weiß ich, aber Vollzeit. Gearbeitet, kann ich mir bei euch nicht vorstellen. Als Student am Schuljahr müssen wir euch sein. Falle, bitte. Wie stellt ihr euch überhaupt mal dieses Land vor, was jetzt kaputt geht? Denn wir haben eine Regierung oben, das ist für mich, sind das Kriegsverbrecher. Krieg am eigenen Volk. Wie kommen die dazu, uns nie zu fragen? Wir werden nie gefragt. Keine Volksbefragung ist. Das wäre dann das erste für mich. Und Merkel gehört vor ein Gericht, wie alle, die da oben sitzen. Und die gehören abgeschafft. Und Gott sei Dank ist jetzt die AfD da. Und ihr, wenn ich das sehe, die jungen Leute, wie sie immer sitzen, wie sie immer, ich immer rufen, nie wieder Deutschland, nie wieder Deutschland. Was heißt das für dich? Sitzen wir gerade hier und rufen diese Parolen. Nein, aber ich glaube, der Rot ist dabei. Warum ist dabei bei dir mit dabei? Tut mir leid, links ist für mich. Ja, los. Ich komme aus einer Diktatur. Ich weiß, was da los ist. Genau die gleiche Scheiße habe ich jetzt wieder. Bei den Linken. Ja, bitte, gib Antwort. Sie möchten doch alle nicht, dass sie auch als Nazis bezeichnet werden, nämlich. Ja, aber. Dann bitten wir darum, als Linke, die spielen, haben wir das gemeint? Linke, habe ich gesagt. Die Linken. Ich würde mich als Linker bezeichnen, aber würde mich nicht mit der DDR... aber es ist doch nichts anderes. Sag mir doch mal, ein Staat, wo der Linke... Ja, lass mal ausreden. ...der Linksextremismus regiert hat. Lass mal doch links sein und nicht linksextrem sein. Was ist denn links? Warte mal, Heiko, jetzt lass uns mal antworten nur mal auf die Frage, wie Sie sich die Zukunft meinen. Alle kommen noch rein. Nichts passiert. Also zu der Frage, die EU-Grenzen wurden ja vor 1,5 Jahren geschlossen durch den Türkei-Deal. Nein, du hast Vorstellungen. Es sind keine Grenzen geschlossen. Jeder, der mal ausgewiesen wird, ist innerhalb von 3 bis 4 Tagen wieder da. Also die Außengrenze des Schengen-Abkommen, das hat unter anderem auch die Frau Merkel gebracht, es sind keine Grenzen geschlossen. Also, ich habe...